Mit dem Kompass vorwärts einschneiden, um ein unbekanntes Geländemerkmal wie zum Beispiel einen Gipfel zu bestimmen. Die Voraussetzung dafür ist, dass der eigene Standort bekannt ist. Über die Visierlinie das Ziel anpeilen, den Kompass dabei waagerecht halten. Die Windrose so lange drehen, bis im Spiegel die Kompassnadel mit der Garage Nord auf Nord übereinstimmt. Die Gradzahl, in diesem Fall 100 Grad, kann nun abgelesen werden. Die angepeilten 100 Grad auf die Karte übertragen. Dazu den Kompass aufklappen und auf die Karte am bekannten Standort anlegen. Den gesamten Kompass so lange um den eigenen Standort drehen, bis die Garage mit dem Kartengitter übereinstimmt. In der Windrose sind dazu zahlreiche Hilfslinien vorhanden. Der Schnittpunkt der Peillinie ausgehend vom eigenen Standort kreuzt das anvisierte Ziel.